Bullseye. Die Armee des dunklen Herrschers ist gewaltig. Wie eine rote Woge brandet sie über das Land. Rohan ist nicht mehr. Und bald wird die Woge auch Gondor verschlingen. Der Weg nach Mordor muss gesichert werden. Also wir sollen jetzt mit der Armee Süditilien angreifen, ja? Mit 9 Elefanten, 140 Orks, 1 Thron, 220 Haradrim. Nur so als Vergleich, Lurza 210 Uruks und Saruman 150 Uruks. Die haben zusammen 360 Uruks, ja? Wir haben hier alleine 360 Uruks, Orks und Haradrim. Klar, Uruks vielleicht ein bisschen stärker als Orks und Haradrim. Aber dafür haben wir auch noch 9 Olifanten und einen Troll. Und das ist da drüben, was ich jetzt wirklich habe, ne? Lurz und Saruman zusammen. Ja, ne? Dementsprechend Süditalien Abfahrt. Süditalien bildet die Grenze zwischen Gondor und dem Land der Haradrim. In diesem umkämpften Reich sind alle in Gefahr. Okay. Gleich nicht mehr. Oh, sieht doch sehr schön und friedlich aus, wa? Mal von den riesen Elefanten abgesehen. Ich bin gleich Vater. Also Legolas und so, die sind jetzt alle gone von der Geschichte, theoretisch, oder? Also, wenn wir jetzt danach Minas Tirith gehen, so, aber kein Legolas, kein Gimli mehr, ne? Aragorn ist weg. Moment, haben wir Eowyn getötet oder war das dann Eomer? Eowyn haben wir doch eigentlich in Edoras getötet, oder? Ah, weiß ich es nicht. Na genau, die klauen uns auch noch. Ach du Scheiße, Digga. Wir nehmen jetzt einfach die Olifanten gekappt. Übernehmen im nordöstlichen Orglager das Kommando. Okay. Ich glaube, die haben jetzt wirklich einfach die Olifanten gekappt. Digga, das ist bodenlos. Also, absolut bodenlos. Nee, okay, wir gehen gleich Richtung Nordosten. Defense, I guess. Achtung, Bogenschützen! Spannt eure Bögen! Spannt eure Bögen! So, der Plan. So. Also, um über den Fluss zu kommen, müssen wir da rüber. Okay. I get you. Macht euch bereit! Bewegung! Ich meine, wir werden hier einiges an Einheiten verlieren. Aber, wie gesagt, das sind Orks, ne? Also, so gemein das jetzt auch klingt für die ganzen Orks, aber scheiß auf die. Oh, das ist schon ein Base. Das ist ja nice. Den hier gleich einnehmen. Das versuchen. I don't know. Ach du Scheiße. Oh, das ist wieder, ne? Ist denn nicht mehr das Fahrtskommando? Vielleicht. Ja. Ich glaube, die Antwort ist ja, das ist nicht mehr Fahrtskommando. Alles klar.
Von einer Tendenz mit Haradrim da reinstimmen. Jetzt überlegt er, mit was für einer Armee wir da am besten reingehen, aber ich glaube Haradrim, I guess. Ich weiß jetzt nicht, ob so Massen Haradrim oder Massen Orks besser werden. Um es zu sagen. Das Ding ist, die haben halt auf jeden Fall Feuerpfeile. Das heißt, das macht es für die Olifant nicht gerade einfach, ne? Lass den Olifanten erstmal chillen. Spannt eure Bögen! Ein Fahrrad und Orianer müssen hier vorbei. Macht euch bereit! Oh. Ja, ich ein Feuer, Jungs. Ah, was muss er dann? Ach ja, ja. Ja. Bleibt wachsam! Schießt weiter! Wir werden angegriffen! Endlich machen wir einfach alle kaputt. Alles klar. Das ist aber gemein. Achtung, Bogenschützen! Der Gebieter des Kochens ruft uns. Wir marschieren nach Norden. Ah, na, kriegen wir die Ausschläge auch noch. Tatsächlich echt wahrscheinlich durch Tricky. Gegen ordentliche Armeen in Haradrim mal halt echt gar nicht so gut dastehst, ne? Also mit allgemein den Mordor-Armeen, sag ich jetzt mal, ne? Wissen was der da hinten so rumchillt? Wir könnten natürlich mit Trollen da reingehen. Ich glaube, theoretisch ist es sinnvoll, auf Orks zu gehen, alle wegen der Upgrades. Weil ich hier Haradrim keine Upgrades freischalten, ne? Das ist, glaube ich, schon ein Problem. So, die Orks können auch weiter die Bäume abholzen. Aufwachen, meine Krieger! Männer Harads! Aufwachen! So, gucken wir mal, ob wir die Haradrim auch mit den Ostling verbinden können. Vielleicht ist das ein bisschen besser dann. Das sind so mein Gedanke. Oh, da, so geschmiedete Klingen oder schwere Rüstung wäre halt cool, ne? Aber gibt's halt auch einfach nicht für die, ne? Gibt's halt einfach nicht. Sollen die auf die Türme gehen, können wir, brauchen wir gar nicht gegen gehen, ganz ehrlich. Nee, tun wir nicht. Schade. Na komm, Haradrim, stell dich mal nicht so an. Heute kämpfen wir für Mordor. Nehmt dieses Gebiet. Was? Wirf. Sauron wird dieses Land unterwerfen. Orks, die
Soldaten aus eure Bild angekommen. Marsch, marsch! Soldaten! Auf, ihr Soldaten! Das ist ja wirklich, glaube ich, einfach ein Name des Adventure-Joint reinwerfen, ne? Sauron wird dieses Land unterwerfen. Marsch, Soldaten! Zermalmt alles auf eurem Pfad! Der Feind! Die sind aber tanky, die Oslinge, ne? Wenn du dir allein die Lebensleiste mal anguckst. Tschüss. Zu den Lagern! Macht euch kampfbereit! Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen! Macht euch bereit! Formieren! Schnell! Vorwärts, ihr Lammschnecken! Soldaten! Ganz schön tanky. Soldaten! Die Soldaten aus Hohn! Sie sind hier! Wir haben den Palast der Haradrim erweitert! Macht euch kampfbereit! Orks über Orks! Oha! Okay, ich glaube, es wird jetzt problematisch, wenn die da oben das Lager einnehmen, ne? Aber das ist wahrscheinlich schwierig. Heute kämpfen wir für Mordor! Sollen wir vielleicht wirklich mal gucken, wenn die nächsten Orks da sind, die zu kombinieren. Aber die Base verteidigen schafft sich allein fast. Genauso, ne? Heute kämpfen wir für Mordor. Bogenschützen, macht euch kampfbereit. Soldaten, steht nicht rum. Kommen wir doch darüber? Wieso sind die von außen rumgelaufen? Wenn die doch darüber kommen, ist ganz schön. Ja. War es ein ganz schöner 31er vorhin. Ja, war das ein ganz schön ein. Nee, kann sie doch nicht, oder? Bin so verwirrt. Ja, dann werden wir die auch schon mal hier hochschicken und die Haradrim und die Ostlinge sollen die hier beschäftigen. Ist das ein Ding? Kriegen wir das hin? Die Ostlinge formieren sich auch ganz anders, ne? Die stehen irgendwie so einzeln da. Sehr schön. Okay, 4 Doppelbataillone theoretisch, um die Orkgruppe zu erweitern. Einfach nochmal. Machen wir mal nur so nebenher. Sauron wird dieses Land unterwerfen. Erobert dieses Land für Sauron. Seid wachsam. Können wir durchrushen? Geht das? Worauf wartet ihr noch? Yes. Und Ostlinge vielleicht einmal die Base davon verteidigen. Maybe. Achtung, Bogenschützen! Alle Mann auf ihre Posten! Bogenschützen! Macht euch bereit! Aus der Grube strömen! Spannt eure Bögen! Heute kämpfen wir für Mordor! Nieder mit den Feinden Saurons! Sie greifen uns an! Ja, Orkgruppe erweitert, let's go. Schon wieder? Auf 3 geht's, also auf 3 ging jetzt schneller, oder? Spannt eure Bögen! Bogenschützen, jetzt wird gekämpft! Auch das den neuen Ork-Bogenschützen was zu tun! Sauron wird dieses Land unterwerfen. Soldaten! Bleibt wachsam! Vorwärts! Gib den neuen Ork-Bogenschützen was zu tun! Ich trage das rote Auge! Schon, wo wir das sagen.
Kaputt machen können. Sauron wird dieses Land unterwerfen. Aufpassen! Kommt schon! Bogenschütze nach hinten! Hier wieder. Achtung, Bogenschützen! Aufpassen! Wir werden angegriffen! Bogenschützen! Auf! Ihr Soldaten ruhen! Westen wird fallen! Setzt euch in Bewegung! Spannt eure Bögen! Ihr wisst, was zu tun ist! Macht euch kampfbereit! Auf! Ihr Soldaten! Ja, wir unten das Lager kaputt gemacht haben. Jetzt! Menschen der Dunkelheit! Männer herab! Soldaten! Sie greifen nieder mit den Feinden! Und mal gucken! Macht euch bereit! Die Ork-Bogen Sauron wird dieses Land unterwerfen! Spannt eure Bögen! So, kommen näher. Oh, Faramir. Hallöchen. Okay. Gut zu wissen, gut zu wissen, gut zu wissen. Ja, natürlich werden wir angegriffen, Digi. Was erwartest du? Wir greifen auch die an, hä? Haben die das Ding jetzt nach oder nicht? Das ist jetzt die Frage, ne? Also, ob es sich lohnt, da rein zu rushen und die Gebäude kaputt zu machen. Schaffen wahrscheinlich nicht. Die Ork-Bogenschützen sind da. Macht euch bereit. Spannt eure Bögen. Der Feind. Boah, Belagerungsstätten, Ballisten oder so. Noch mehr Haradrim sind die Base unter unter Belagerung zu nehmen, unter Beschuss. Was ist das Wort? Was jetzt? Worauf wartet ihr noch? Bogenschützen! Hierher! Was war denn das jetzt für ein Front? Die sind ein schwaches Volk. Schleuder! Komm, wir bauen jetzt einfach mal drei Schleudern. Komm, kommt aus der Dom! Steht nicht rum! Setzt euch in Bewegung! Macht euch kampfbereit! Hey, Mann, alles rum! Wir fallen nicht warten! Das Lager wird angegriffen! Was schlage? Was? Achtung, Bogenschützen! Helene Fischer? Achtung, Bogenschützen! Auf, ihr Soldaten Runes! Greift sie an! Wir werden nicht ruhen, bevor die... Wer ist nicht verteidigt?
aufgerührt. Können wir das upgraden? Man, haben die immer diesen Feuer, machen sie. Weiß ich nicht. Hä? Hä? Die Soldaten aus Ruhm sind angekommen. Ah, okay. Irgendwann hat sich die Animation jetzt gecancelt. Irgendwie haben sie jetzt die Animation gecancelt. Oh, das ist noch was. Oh, wo muss ich jetzt noch stehen? Oha! Wir greifen die denn da oben an, die Assis? So gemein. Ja, dann greift an. Im Base werden sie nicht einnehmen, geht davon aus. Armee, wenn wir so nicht aufbauen, ne? Bin ich ehrlich. Achso, die sind schon. The Circle ist von. Okay, so langsam erreichen wir das Limit, ne? Und hoffen, dass die einen Orks noch rauskommen. Dann wird's genau aufgehen. So. Sollen die Orks und die Haradrim versuchen, die Einheiten zu töten? Ich glaube, maybe sind die Katapulte wirklich der Difference Maker, ne? Ja,
Die anderen schön hinten. Alles klar. Ah, alles klar, die schön hinten. So, ja gut, den verbundenen Weih haben wir schon gefunden. Muss von da nur noch erobern. Ah, sieht doch jetzt besser aus. Okay, also sind Katapulte, glaube ich, ein bisschen Game Changer für Mordor. Good to know. Good to know. Oh, keine Festung? Wird das hier eine Festung gebaut? Also so ein, wirklich nur so ein Festungsbase. Ich weiß halt nicht, ob das was bringt, wenn wir die da überhaupt töten, ne? Bin ich ehrlich. GG. Ja, das war's. Safe call. Safe. Macht euch kampfbereit. Bogenschützen nach hinten. Spannt eure Bögen. Zuhören. Bleibt wachsam. Vorwärts. Bogenschützen. Schnecken. Bogenschützen. Greifen an. Yes, sehr schön. Ich könnte gerade so mit dem Upgrading gehauen haben. Einmal mehr triumphieren Saurons Krieger. Trotzdem ein bisschen sneaky, dass uns die Armee gekappt haben. Aber, ja. Ich glaube, mit Mordor ist nicht so mit hier Level 7er Einheit aufbauen. Das ist schwierig. Das wäre wirklich eine harte Challenge. Also für mich zumindest. So kann man theoretisch schon machen, aber das ist dann wirklich eher Richtung Challenge zu sagen, hey. Die Challenge ist es, ein 10er Ork-Bataillon zu bekommen oder so. Da muss man, glaube ich, wirklich schon gefühlt gezielt drauf spielen. Aber wir haben einige Zweier, die haben jetzt nicht so klein, sind natürlich auch nicht riesig. Belagerungswerkzeuge gehen wahrscheinlich nicht mit über, die werden nämlich hier auch gar nicht aufgelistet, schade.